Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Die letzte Folge haben wir damit beendet, den Schutzgeist von dem anderen Rudel hier, die Roten Klauen hießen sie, glaube ich, mit dem gesprochen zu haben. Die sind nicht so begeistert von uns, ziemlich undankbar, wenn man mal überlegt, dass wir die Anführerin gerettet haben, aber okay. So, ich glaube, wir müssen hier runter und dann dahinter, ne? Ist ja noch irgendwo ein Geisterpunkt? Oh, ich sehe ja gar nichts in der Ansicht. Ne, ich glaube, hier sollen wir gar nicht rumgucken. Wow, ist halt nicht unser Revier. Hier haben wir Entrons Hauptlager und da sollte unsere Tochter sein. Ich sehe es schon kommen, dass die Spritzen, die sie bekommen hat, genauso zu so einem komischen Vieh gemacht hat, wie die, die wir in den letzten Folgen besiegt haben. Und wir am Ende mit ihr kämpfen müssen. Das wäre natürlich nicht so toll. Da hinten haben wir noch Geisterpunkt. Den holen wir uns noch schnell. Weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht. Aber wir haben alle verbraucht. Genau, Taktik hatten wir voll gemacht. Die Erinnerung kommt wieder. Und da haben wir den nächsten. Wir können mal schauen, ob wir eventuell gleich was verbrauchen. Während der Raserei ist er immun gegen fast alle Versuche und er kann nun in der Luft mit Rasen angreifen. Kriegen wir in die Luft, haben so ein Bündel Rasen in der Hand und werfen das auf unsere Gegner. So stelle ich mir das vor. Sind die böse oder sind die lieb? Ne, die scheinen nett zu sein. Anscheinend sind die Wölfe gewohnt. Das ist noch nicht das Hauptlager hier, ne? Ach nee, das ist Lambda Mankind. Alles klar. Ich dachte, wir sind schon da. Sorry. Brauchen wir keine. Wir quatschen jetzt erstmal mit Ava. Ava said they're a different pack than the wolves at Tarker's Mill. Gahor. We're gonna have to be careful. You're alone. I'm sorry, Ava. They'd already moved Adana out of the prison by the time I got there. Ah, shit. Do you know where they've taken her? Endrin's Nevada HQ. That's what the leader of the Red Talons says anyway. The Red Talons? Those fuckers have been attacking my people since we got here. Werden sie nicht mehr tun. Rest assured, they won't attack you again. I freed their leader from Endrin's grip. They captured another Garu? They were experimenting on her before they captured Adana. Apparently my daughter makes a better test subject. Those fucking bastards. We'll save her. I promise you. The leader of the Red Talons agrees to hold back her wolves until we get 80 back. But she's not going to help? I think she's using us. We take the risks, she reaps the benefits. At least they'll leave us alone. I'll take it, but have you seen the wall that protects those Indran outposts? It's surrounded by a minefield. Nobody here can get through their defenses, only you. Wir schaffen das schon, aber ich habe echt gar keinen Bock auf Minen. So what have you got in mind? I've been working on it for a couple of days, but I think I figured out how to deactivate their landmines and get you into an evac duct. It'd be too small for a human, of course, but a wolf could get through, get to the other side and take care of their outposts. Deal with the men guarding the terminals in each outpost and connect me. Once I'm on their network, I'll be able to clear you a path through the maintenance zone. It's the quickest way into Endrin HQ. Go see Declan. He'll tell you how to get past the minefield. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Was haben wir denn hier noch? Ach nee, war bloß der Punkt von der Ava. Ich dachte, wir können die Kiste aufmachen. So, wo ist denn Declan? Wo kommen wir zu ihm? Weil hier ging es ja nicht weiter, nö. Hier hinten auch nicht. Können hier mal noch ein bisschen was lesen. Die Höhle der Wölfe, die unsere Anlage angegriffen und einen der Agenten des Präsidenten von der schwarzen Spirale getötet haben, ist endlich lokalisiert worden. Sofort zum Generalkommando durchgeben. Endrin has been looking for Tarker's Mill Cairn for 5 years. Hier draußen steht er. Aber ich denke doch mal fast, die Hauptanlage ist dann... Ja, das hier drüben ist er. Also sind wir doch in der Nähe. War ich gar nicht so verkehrt. Uhu, Declan.
Hey, you're here. Follow me. I heard they took your daughter to their HQ. I can't even imagine. We just have to get her back. Tell me about the outposts. There are four entrance sites inside the perimeter. To reach them, use the evacuation duct. And the minefield? Go around the perimeter wall, but keep your distance. You'll see a red mark on a rock. From that mark, go straight towards the wall. Once you've reached it, stay close. Follow the wall until you find the entrance to the duct. From there, it's all up to you. Good luck. Ich hoffe nicht, dass ich mir das merken musste. Nämlich ganz schlecht in sowas. Gut, also hier sind überall Minen. Soll ich jetzt hier drüber springen? Da reinzukommen? Nö, das ist nicht der Plan. Hier ist noch ein Lüftungsschacht, da komme ich aber nicht rein. Nein, der geht mit großzügigem Abstand an dieser Umfassungsmauer entlang. Wir sollten ja erstmal in diesen Abführkanal. Hier sehe ich keinen. Wir sollen da schon rein, aber drüber kommen tun wir nicht. Tut uns zum Glück auch nicht weh. Ach hier, bis zum roten Felsen. Das war gemein. Er hätte uns auch gleich hierher führen können. Bleibt er da vorne stehen? So, mit großzügigen Ab... Hä? War großzügiger Abstand. Na super. Ich sag doch, ich hasse Minen. Jetzt halt die Frage, sehen wir das mit unserem... Natürlich nicht. Achso, geradeaus bis zu dem Felsen, ne? Zwei rote Felsen anscheinend. Und dann hieß es eigentlich mit großzügigem Abstand. Lauf jetzt einfach mal hier lang. Hier haben wir noch einen Felsen. Von dem zu dem darüber. Ich denke, das könnte so funktionieren. Und jetzt hier lang. Sieht gut aus. Hey, wir haben es geschafft. Und einmal hier rein. Hier wieder raus. Und hier sind schon die ersten Wachen. Säubere die Außenposten und hacke die Terminals. Hier drin sind zwei Wissenschaftler. Kriege ich aber nicht ausgeschaltet. That's not much of a mystery. You know Pentex, right? Indrin's one of their subsidiaries. They've got more money than they could ever need. Ohne dass es der andere mitkriegt. Aber ich glaube, die sollen wir gar nicht ausschalten. Auskommen tut ja keiner, ne? Nö. Achso, wir kommen auch, glaube ich, gar nicht rein. Okay. Dann halt erstmal hier runter. Den Typen hier kriegen wir. Da hinten ist Lüftungsschacht Nummer 1. Mal schauen, ob wir hier noch eine Runde hacken können. Nö. Wir könnten natürlich zuerst das Ding erledigen und dann im Nachhinein uns um die kümmern. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Beziehungsweise richtig gibt es ja kaum, aber ich denke, das ist der Weg, der für mich in Frage kommt. So rum. Ausschalten konnte ich die ja auch, ne? Ah, das ging nur übers Hacken, ne? Aber sehen tun die uns nicht, oder? Kriegt doch kein Auge, das Teil, ne? Nö. Gut. Hier geht... Ah, alles klar, von da hinten können wir es erst deaktivieren. Durch die Frage, die sehen uns bestimmt, wenn wir jetzt hier lang rennen, ne? Der geht weg. Hier oben noch jemand? Ah, wir haben ein Auge, aber es geht noch. Ja, hat funktioniert. Mach kein Auge, Brudi. So. Hast du nicht mitbekommen da unten? Dann würde ich gerne von hier einmal die Türme deaktivieren. Geht auch nicht. Hier war doch die blaue Linie.
Müssen wir erst nochmal hier irgendwo durch? Guck nochmal kurz von hier drüben. Siehst du? Geht hier dran. Aber kein Computer hier zum Hacken. Also schon Computer, aber alle ausgeschalten. Oh, was macht das? Ah, der war's. Alles klar. Dann können wir prinzipiell ja hier hinten weiter durch. War vielleicht unnütz, die jetzt auszuschalten, aber gemacht haben wollte ich es trotzdem. Und dort ist unser erstes Ziel. Hier ist erstmal niemand. Also würde ich sagen, hier durch. Wir nehmen erstmal den Lüftungsschacht. Schauen mal, wo wir rauskommen. Anything going on with the activists? They're keeping quiet for now. I can't imagine they could get through our defenses if they tried. Bitte nicht. Weiß nicht, ob das hier der bessere Weg ist. Sind halt echt sehr viele, die hier in die Richtung schauen. Der da oben kriegt das bestimmt mit, wenn ich den wegnehme. Der da drüben auch. Muskelprotz rennt rum, der da hinten könnte uns sehen. Hat er zumindest gerade. Also wirklich einen Moment, wo der... Wo hier gar keiner guckt, gibt's nicht. Die Frage, ob der das da oben mitkriegt. Nee, ging. Ja. Dann würde ich jetzt auch nochmal schnell hier Sabotage betreiben. Das macht uns das Leben halt wirklich einfacher. Und da drüben haben wir, glaube ich, noch Lüftungsschlitze. Oh Gott. Wir warten noch kurz, bis Muskelprotz wieder weg ist. Und dann gucken wir mal, ob wir hier drüben reinkommen. Ansonsten... Achso, wir müssen da hinten hin, ne? Aber hier war doch auch... Hier ist auch noch ein Punkt. Ja, hier ist einer. Hoffentlich führt er hoch. Na, nicht ganz, aber zumindest erstmal hier hinter. Ah, dort steht direkt einer. Oh Gott, nein. Wow. Also wenn das mal nicht knapp sein Vater war. So. Ja, was macht man jetzt? In da hinten müssten wir uns zuerst krallen. Oh, wie weit läuft der? Gut, der bleibt dort stehen. Ich würde erstmal gucken, dass wir hinter die Kisten kommen und dann vielleicht einmal bellen. Sobald der da drüben weg ist. Da müssten wir den bestimmt angelockt kriegen. Hat geklappt. Können wir uns als nächstes den dort vorknüpfen? Ah, nicht, dass der die Leiche noch sieht, das wäre schlecht. Aber schön alle hinter den Kisten versteckt. So, und der ist wieder dort. Guckst in die falsche Richtung, Freundchen. Oh, oh. Nee, hat uns auch nicht gesehen. Alles klar. Dann können wir hier hoch. Und hoffentlich die Türme ausschalten. Hat's deaktiviert? Nö, der ist noch an. Was hat das gebracht? Also ich glaube, wir müssen die bloß betätigen. Das ist ja erstmal das Ziel. Ich irgendwo... Das Ding hat kein Kabel. Damit haben wir jetzt bloß da oben irgendwas deaktiviert. Na gut. Weiter geht's. Müssen auf jeden Fall noch da runter. Huch. Ist halt bloß nicht hundertprozentig... Was uns das Ding jetzt sagen will damit. Weil hier ist nichts.
jetzt keine Lust, hier einen Alarm auszulösen für nichts. Haben auf jeden Fall die Taste da oben gedrückt. Denke mal, das war schon das Ziel. Nee, das riskiere ich auf gar keinen Fall. Dann mache ich mich doch erstmal wieder hier lang. Weil ich denke, wir haben das hier erledigt. Ansonsten müssen wir halt nochmal zurück, aber wäre auch nicht das erste Mal, dass so ein Zielsymbol stehen bleibt. Und deswegen jetzt eine komplette Eskalation muss nicht sein. Könnten hier rein. Haben sie ihre ganzen Ölförderanlagen. Die Umweltverpester. Aber wir gucken natürlich erstmal, dass wir hier zu unseren Zielen kommen. Bringt das was, hier hoch zu machen? Anderer Weg des Eingangs. Das ist zum Glück immer sehr, sehr unauffällig. Das gefällt mir. Da oben steht noch so ein Türmchen. Ja, wir warten mal ab. Muss erstmal kurz beobachten, wo die hier alle lang rennen. Der kommt nämlich hier lang. Und lehnt sich erstmal in Ruhe an. Na super. Wir haben wieder 2 Punkte hier, ne? 3 Punkte. 4 Punkte. Wollte nur mal zeigen, dass ich von 1 bis 4 zählen kann. Das war nett, dass er so vorbeigekommen ist. Wir könnten den da drüben eigentlich auch mal wieder mit der Armbrust erledigen, aber ich glaube, das dauert zu lang. Dann sehen die uns. Ah, den kriegen wir nicht. Doch, kriegen wir. Boah, ich dachte schon, ich wollte ihn eigentlich rüberziehen, aber... Hat er nicht gemacht. Jo, jetzt lasst mich mal überlegen. Da drüben reinrenne, sieht er uns da vorne, da habe ich wenig Lust. Genau das meinte ich nämlich. Wir warten mal noch, bis der mit dem Schild da drüben abgehauen ist, dann springen wir hier rüber. Und ab zum Zaun da hinten. Dann könnten wir es ja eventuell schaffen. Ja, so war der Plan. Ah! Wow! Danke, dass das funktioniert hat. Und Tür wieder zu. Hier steht mal wieder so ein Laptop rum. Zu Händen der Abteilung 2 haben mit der Energieextraktion in den Außenposten des Standorts begonnen. Erträge konsistent mit Vorhersagen. Vorbereitungen für die Durchführung von Feldversuchen von Project Earthblood sind im Gange. Mr. Bowman, okay. Nehmen wir uns doch was mit. Zorn ist aber voll aktuell. Den einen Punkt haben wir jetzt wieder draußen gelassen, ne? Der zeigt doch wieder nur in die Mitte. Also auf das Auto. Ich weiß nicht genau, was die von uns wollen. Hier ist der nächste. HQ will be sending us reinforcements soon. Good. As soon as they arrive, we launch our attack on those activists. They fucked with us for long enough. Schnell hier rüber. Wo müssen wir denn hin? Zeigt auch wieder nur in die Mitte vom Raum. Das ist wahrscheinlich wirklich nur ein Zeichen, dass wir hierher sollen, aber... Oh shit. Also wirklich, was wir hier zu tun haben, sehe ich nicht. Da oben ist da noch der Punkt. Gut, den vor uns können wir nicht umlegen. Aber hier geht es auch nicht weiter, ne? Oh Gott. Ich sehe zumindest nicht, wo es lang gehen soll. Das ist das Problem.
Naja, wir schauen uns das in der nächsten Folge mal genauer an. Hoffentlich kommen wir ein bisschen schneller voran. Aber mit den ganzen Zielen hier ist gar nicht so einfach. Ah, das kriegen wir schon hin. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.